Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Willkommen zur Enjoy Magic Review. Heute haben wir von Tesma Tusch bekommen von Steve Haynes. Ja, gibt's auch schon eine ganze Weile. Ja. Ist aber auf jeden Fall was richtig Interessantes. Ist ein Visitenkarteneffekt. Und zwar ein richtig cooler Visitenkarteneffekt. Mhm. Im Endeffekt. Was ihr machen könnt, ihr fragt den Zuschauer halt eben, ihr persönlich malt ein Symbol, beispielsweise ein Smiley und ein Herz auf eine Karte und lasst den Zuschauer unterschreiben. Mhm. Und ohne jetzt viel zu verraten, habt ihr dann die Möglichkeit, obwohl ihr beide Karten noch zeigen könnt, dass eine der unterschriebenen Karten schon woanders ist. Ja. Ja? So komisch es klingt absolut unglaublich, aber ihr könntet beispielsweise einmal das mit dem Smiley zeigen, dann könnt ihr das mit dem Herz zeigen, das ist jeweils unterschrieben und beispielsweise die Karte mit dem Herz kann schon unter dem Zuschauer sein Sitz sein oder auf dem Zuschauer sein Sitz. Deswegen kommt auch der Name Tusch. Mhm. Das bedeutet Hintern, also auf Englisch. Er macht es nämlich in der Routine so, dass er die Karten halt eben zeigt. Er macht eine kleine Transpor-Routine damit. Und am Ende lässt halt eine der Karten verschwinden. Und dann sagt er, bitte steh mal auf. Und die sitzen dann quasi auf der unterschriebenen Karte. Genau. Also man kann das auch so runterbrechen, wie du gerade schon gesagt hast, ihr zeigt dem Zuschauer zwei Karten und dann kann eine auf einmal an einem anderen Ort sein. Das ist eine ganz neue, ganz verrückte. Es klingt total komisch, aber ich hatte das tatsächlich so in der Routine damals eingebaut. Ich mache es mittlerweile nicht mehr, aber ich hatte das mal eingebaut, dass die Karte, ich habe dem Zuschauer ein Handy gegeben, mein iPhone gegeben, es hat in der Hand gehalten, dann habe ich ihm die Karten, beide von ihm vorher unterschrieben, gezeigt. Also jetzt, und dann ist dazu muss man fairnesshalber sagen, nicht so. Nee, ja genau, also aber auf eine gewisse Art und Weise gezeigt. Ja. Und dann ist eine der Karten verschwunden und die war dann in der Hülle von meinem iPhone, hinten drin, der hat dann weggemacht die Hülle und dann war seine unterschriebene Karte da drin, was völlig unmöglich ist. Dazu muss man sagen, die Karten, also ihr malt die Symbole, aber unterschrieben sind sie vom Zuschauer. Genau. Das kam vielleicht jetzt nicht drüber. Ja. Das mit dem Symbol ist halt eben sowas, das ist das einzige Manko, aber kommt man drumrum. Wie gesagt, die Unterschriften sind die echten. Ja. Genau, also der Name vom Zuschauer, das ist keine Pre-Show, dass ihr das dann selber draufschreibt. Genau, dann unterschreibt zwei Karten und ihr malt auch zwei verschiedene Symbole drauf. Mhm. Und ihr könnt auch symboltechnisch verwenden, was ihr wollt. Also die machen das mit Smiley und Herz, glaube ich. Mhm. Man kann aber auch ein X nehmen und so ein Viereck oder... Das kann man also da auch customize machen. Man muss selber basteln. Ja. Das ist auch noch ein Punkt. Man kriegt da ein bisschen Material mit, das nicht ich verbastelt habe bereits, was man braucht. Aber im Prinzip müsst ihr eigene Visitenkarten haben zum Basteln, ja, auch ein Gimmick dann draus bauen. Das ist aber alles super detailliert erklärt, kriegt man auch relativ einfach hin. Genau. Also es ist halt, es klingt jetzt vielleicht wirklich komisch und da, wenn wir sagen, so, es ist so, dass ihr zwei Karten zeigen könnt und schon die Möglichkeit habt, dass eine der Unterschriften, unterschriebenen Karten woanders sein kann. Aber tatsächlich funktioniert es so. Und was ich halt eben gut finde hier, ich finde es jetzt mit dem Draufsitzen gar nicht mal so gut. Weil es dann noch ein bisschen limitiert ist. Mir gefällt zum Beispiel das mit deiner Variante viel, viel besser. Mhm, weil du benutzt das Handy ja dann später auch. Für eine andere Routine. Genau. Ja. Und da finde ich sowas, wenn ihr da euch für sowas interessiert, ich meine, das ist mit Visitenkarten, das ist ein bisschen was anderes als zum Beispiel mit Spielkarten. Das ist wieder was Interessantes, einfach mal so ein ganz anderer Aspekt. Und ich finde tatsächlich, dass man da wirklich viel machen kann. Genau. Ja, und wenn ihr Visitenkarte in einen unmöglichen Ort bringen wollt, das ist eine gute Technik dafür. Mhm. Die Routine dabei ist solide, funktioniert gut, aber wir sehen da beide, glaube ich, noch mehr Potenzial. Also bevor wir jetzt irgendwie den Leuten irgendwas Falsches anpreisen. Das heißt jetzt nicht, dass die Zuschauer hier das unterschrieben haben und auf einmal ist es, keine Ahnung, bei ihnen zu Hause im Wohnzimmer in einem Bilderrahmen drin. Nee, ihr müsst es natürlich schon die Karte da irgendwie hintransportieren, wenn man es so fair sein darf. Ich denke, man kann es auch so beschreiben, ihr habt zwei Karten vom Zuschauer, ihr deponiert eine an eurem unmöglichen Ort und danach könnt ihr noch beide über die Technik, die hier dabei ist, nochmal zeigen, obwohl eine schon deponiert ist. Ist ein bisschen was komisch, von dem Engel-C-Prinzip, kann man fast vergleichen. Ihr habt was schon vorher deponiert, aber für den Zuschauer könnt ihr es nochmal, habt die Möglichkeit noch zu zeigen. Ich hoffe, das war klar. Sonst gern Fragen in die Kommentare. Ja.
beantworten wir gerne. Ich hoffe, wir haben da ungefähr einen Abriss gegeben. Schaut euch den Trailer unbedingt nochmal an. Und so, ja, ich denke, dann können wir gleich zur Bewertung kommen, oder? Ich gebe dem Ganzen, ja, ich habe es auch schon verwendet tatsächlich. Ich bleibe wieder bei meinen 8,5 Punkten, weil ich es verwendet habe, nicht mehr verwenden tue und es noch ein bisschen Potenzial einfach nach oben fehlt, dass es ein richtiger Worker wird. Und ich selber es nicht geschafft habe, es auszuarbeiten, vielleicht, ich hoffe oder ich bin mir sicher, einer von euch schafft es. Ich gebe dem Ganzen auch 8 Punkte. Ich benutze meine Visitenkarten halt eben anders und ich habe da leider auch nicht so die richtige ich will es verwenden, Effekt. Okay. Es fehlt wirklich nicht viel. Und ich wette, dass auch viele von euch mit kreativen Ausführungen da richtig was machen können. Genau. Und das war Tusch von Steve Haynes. Als nächstes Produkt haben wir Split Second von Sans Minds. Ah, liebe Schreibs. This is the best product on the planet. Nein, es ist ein Opener. Ein Opener oder Übergang von Geld zu Karten. Und zwar sehr ein schneller, wie es auch heißt, Split Second, ein Bruchteil einer Sekunde. Er nimmt ein Geldschein aus seinem Geldbeutel raus und er macht und es wird ein Kartendeck. Genau. Ihr zeigt den Geldschein. Genau. Und in einer Handbewegung, in einmal drehen, ist es auf einmal ein Kartendeck, ein volles Kartendeck. Volles Kartendeck, das ihr auch verwenden könnt. Genau. Ihr könnt es nicht rausgeben. In der könnt ihr nicht. Die Schachtel. Die Schachtel könnt ihr nicht rausgeben. Das Spiel könnt ihr ganz normal verwenden. Es ist auch keine richtige Routine dabei. Es sind alternative Ideen dabei für eine Kaugummipackung zum Beispiel. Also ihr habt 5 Euro, macht Kaugummipackung draus. Das habe ich auch schon mal gebastelt. Mit einer 5-Gum-Packung geht es super, dass man sich so ein Gimmick da eben draus baut. Ja, genau. Gibt das in Rot und in Blau mit den Gimmicks, die mit dabei sind. Ist tatsächlich mal ein gutes Sense-Mind-Produkt. Ja, wo sie noch mit Nicholas Lawrence zusammengearbeitet haben, kam da tatsächlich manchmal was Gutes bei rum. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich stelle mir das halt eben als super auch als Öffner vor. Wenn die Leute sagen, ich habe mal, also die machen es mit einem Dollar. Hier in Deutschland ist es ganz gut mit dem 10er. 10-Euro-Schein, perfekt. Genau, dass ich einfach sage, viele fragen immer, wie bin ich zur Zauberei gekommen? Ich habe mal einen Dehner und einen Zehner und habe dann einfach meinen Kartendeck investiert und dann ist mir aufgefallen. Und ihr habt auf einmal so voll den Catch-up, wow, was war das gerade? Das ist einfach so von jetzt auf gleich zack, zack. Ja, super Öffnung. Man muss auch dazu sagen, es ist Sense Minds, es ist da keine Routine und nichts dabei. Es ist halt das typische Sense Minds Präsentation, watch this, woo, und alle rasten aus. Ist leider nicht immer so, zumindest bei uns in Deutschland hier. Und deshalb muss man sich ein bisschen Gedanken machen, aber da kann man sehr gut mit rumspielen, da kommt man auch ziemlich schnell auf gute Ideen. Was mir halt eben sehr als Convincer gefällt, ist, dass ihr habt die Möglichkeit, quasi euren Geldbeutel hinten aus der Hosentasche rauszuholen. Ja. Und den Geldschein aus dem Geldbeutel rauszuholen. Ja. Und der muss nicht so dick sein, der Geldbeutel. Richtig. Es kann ein normaler Geldbeutel sein. Ihr seid aber dann ein bisschen limitiert. Ich glaube, deswegen verwendest du auch am liebsten eigentlich das Kaugummipack. Genau, weil der ist halt, kannst du aber auch aus dem Geldbeutel rausziehen. Also das ist, kann man gleich sagen, ist ein bisschen winkelabhängig. Was heißt Winkel? Eigentlich sehr stark winkelabhängig. Ja. Also es ist von vorne und auch, es sollte neben euch keiner stehen und so. Aber das muss man halt auf achten. Kriegt man aber gut hin. Ich habe das auch schon live gemacht. Kommt auch gut an. Man muss schon schauen, es geht so schnell, dass man das schön langsam präsentiert, weil wenn es keinen Leuten schnell zu schnell geht und dann, was war jetzt, dann ist der Effekt leider für die Cards. Also da ist halt eben auch wieder, schaut es euch an, wisst, dass ihr ein bisschen deswegen auf Winkel achten müsst. Wenn ihr eine Idee habt, wie ihr das am besten einbauen könnt, ich meine, bis mit den, wie bin ich zur Zauberei gekommen, bitte gern verwendet, ich habe damit kein Problem. Aber ihr solltet schon ein bisschen überlegen, passt es zu mir? Ich meine, es sieht gut aus, das muss man der Fairness halber sagen. Ja. Und ihr müsst aber halt eben wissen, wie ihr es findet. Alternative Idee, ihr geht an den Tisch und die Leute sagen ganz oft, kannst du Geld zaubern oder kannst du gar nicht so, ich kann es probieren und holst 10er raus. Und das hast du, die Idee kam tatsächlich auch mal von dir, man sagt so, in den meisten Fällen wird es ein 20er, weil manchmal wären es auch nur Karten. Und dann machst du eins, zwei, schon wieder Karten. Okay, da können wir einen Kartentrick machen. Also kann man bestimmt auch nett einbauen. Ihr seht schon, man muss sich da ein bisschen Gedanken machen, dann kommt man da ziemlich leicht auf was Cooles. Also sowas ist halt eben, also ich glaube, das stimmt jetzt, wo du sagst, ich bin gerade wieder eingefallen. Also, du kannst das Geld vermelden, ich probier's. Ah nein, schon wieder Karten, aber ich zeige euch einen Kartentrick. Das ist nett, ist einfach. Weil ihr sagt halt eben in dem Moment, ich mach das jetzt mit dem, ich zauber jetzt Geld und alle gucken hin und dann auf einmal. Was ist komplett was anderes? Ja, exakt. Ja, das ist eine nette Idee. Genau, das ist, wie gesagt, ihr könnt es verwenden, ihr müsst halt ein bisschen basteln, weil das ist jetzt nicht drastisch viel. Genau. Zur Bewertung, Andi. Ja, ich gebe dem Ganzen,
6,5 Punkte. Und zwar aus folgendem Grund, weil die Idee ist gut, der Effekt, aber das Produkt an sich, da ist mir zu wenig. Was wir jetzt angesprochen haben, da ist zu wenig Routine mit dabei. Das ist wieder nur so eine Technik und deshalb... Ja, die Idee ist gut, aber... Ja, deswegen 6,5, weil ich es auch... Ich habe es auch schon gemacht, aber eben mir war es dann irgendwann zu unpraktisch. Also es ist definitiv kein Worker für mich. Ja, ich bleib bei den 6,5 Punkten, weil es ist ein gutes Produkt von SenseMinds, aber es ist im Vergleich jetzt nicht das aller... Und es ist nicht viel dabei. Es ist nur diese Eröffnung und dafür ist auch recht teuer, das muss man auch dazu sagen. Ja, stimmt. Ich gebe dem Ganzen... Oh, es ist wirklich ein schwieriges Produkt. Ich gebe dem Ganzen 6 Punkte. Manche von euch werden es riskieren oder werden auch nicht enttäuscht sein. Aber für mich... Es ist jetzt halt eben nicht sowas, gerade weil man sehr limitiert ist, wie man es, wo man es verwendet. Ja. Genau. Und das war Split Second von Nicholas Lawrence. Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic Reel für diese Woche mit Tusch und mit Split Second. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt oder ob wir es zu verwirrend erzählt haben. Wie gesagt, wenn ihr Fragen zu Tusch habt oder auch natürlich zu dem hier, stellt sie in die Kommentare. Ja, immer gerne. Natürlich müssen wir natürlich schauen, dass wir es nicht zu viel verraten. Wenn es fachlicher werden soll, auch gerne in unserer Facebook-Gruppe, die ist in der Videobeschreibung. Exakt. Können wir auch mal wieder erwähnen. Und sonst, ja, ich denke, haben wir alles dazu gesagt. Und in diesem Sinne, bleibt magisch.